Hey, wieso wird denn da schon aufgeräumt? Wenn hier einer aufgeräumt ist, dann bin ich das. Habt ihr Borschen euch denn schon satt gesehen an dem absolut einmaligsten Exemplar, das noch zwischen Moskau und Wanne-Eickel rumtuckert? Sowas nennt sich Clubkameraden. Verkrümelt euch eben in eure Wohnstuben. Jetzt lass gut sein, Georg. Du kannst deinen Rausch ausschlafen. Wir stehen früh um 6 an der Rezeption und auf dem Großmarkt. Hast du es selbst so gewollt, Annette? Ja, das habe ich. Außerdem hast du deine Clubkameraden jetzt lange genug mit deinem neuen Spielzeug gepiesackt. Ja, sie würden am liebsten von Neid platzen. Du alter Kindskopf. Sollen wir dich in die Stadt mitnehmen oder schläfst du wieder mal auf dem Boot? Wenn ich schon kein süßes Weib im Arm hab. Also dann. Ist ja lieblich. Allgemeiner Abmarsch, meine Herrschaften. Ich hoffe, ich entdecke Sie bald mal auf einem Kinoplakat, meine Teure. Das war ein interessanter Abend, lieben Fels. Doch, doch, danke. Jedenfalls für den guten Tropfen. In der Hauptrolle Tanja von... Das hoffen wir doch alle. Vielen Dank für die Einladung, Herr Liebenfels. Ja, ja. Freie Berufler müsste man sein, nicht Beamter. Satteln Sie doch noch um. Mit Ihren Erfahrungen in der Baubehörde, da wären Sie doch in der freien Wirtschaft ein gefragter Mann. Schauen Sie doch mal wieder rein bei uns. Meine Frau hat einen exzellenten neuen Koch aufgetan. Gern. Wenn ihr beiden mir nicht vor lauter Eifersucht das Sehnen in die Suppe streut. Du alter Quatschkopf.